Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo hier auf Sofa Gaming. Mit der Chibi, mit mir alleine. Mal wieder, ihr wisst es, mein Job. Ja, ich habe eigentlich nicht wirklich etwas, worüber ich mit euch reden möchte, aber ich dachte, ich mache trotzdem mal dieses Infovideo, denn der Februar steht ja auch bald an und dann habe ich das so weit hinter mir und es gibt ja doch so das ein oder andere, wovon ich euch erzählen möchte. Und deswegen chill ich mich heute mal hier ganz schön in den Sessel. Ja. Und wir reden, Freunde, wir reden heute. So, erstmal hier, bevor euch wundert. Ja, ich habe Sheldon auf der Brust. Ich liebe Sheldon. Falsche Seite, hier. Oh yeah. Ah, ich muss mich mal ein bisschen bequemer hinsetzen. Ja, liebe Leute, was ist so abgegangen die letzte Zeit? Ich habe gerappt und gesungen. Na, eher gerappt, gesungen habe ich nicht, aber ihr wisst ja, dass das ein oder andere Mal hat man mich auch schon singen gehört. Ich habe schon überlegt, ob ich da auch so eine Art CD mache, aber dann dachte ich, nein, das tue ich lieber keinem an. Ich würde nicht behaupten, dass ich gut singen oder gut rappen kann, das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Das würde ich auch niemals von mir behaupten wollen, aber ich habe über H1Z1 ein Video gemacht, weil da die Meinungen ziemlich auseinandergegangen sind. Die einen haben gesagt, H1Z1 Early Access, verständlich. Da muss noch nicht alles laufen. Die anderen sagten, naja gut, die haben mir aber jetzt 20 Euro abgeknüpft für ein Spiel, was um Längen nicht spielbar ist, weil einfach nichts dort passiert. Aber man muss das Ganze aus zwei Seiten sehen und diesbezüglich, jetzt muss ich mal promäßig, und diesbezüglich habe ich meine Meinung in einen kurzen Rap verpackt. Und der Grund deswegen war einfach nur, weil wir das Spiel immer Easy nennen. Und wenn ich jedes Mal, wenn ich Easy höre, muss ich an Crow's Song Easy denken. Also habe ich mir den Beat von Crow genommen und habe da so ein bisschen meine eigene Version draus gemacht, in der ich kurz meine Meinung äußere in circa anderthalb Minuten. Das ist dann auch in mein H1Z1 Diary eingeflossen, wo ich ja immer mal wieder so ein paar Sachen in diesem Spiel ausprobieren möchte. Inwieweit die Community und die Leute dort denn in der Lage sind, alles so ein bisschen mit Humor zu sehen. Ihr dürft gespannt sein, ich habe die ein oder andere Aufnahme auch schon gemacht und das ist sehr unterhaltsam, was dabei rausgekommen ist. Also, H1Z1 Diary bzw. der Rap, den ich aber auch auf einen anderen Kanal hochgeladen habe, einfach weil ich ja den Beat von Crow genommen habe und das Content-ID geschützt ist. Und ich wollte nicht schon wieder einen Kanal stürzen. Ihr wisst, ich habe schon mal mit dem letzten hinbekommen. Das war ziemlich doof. Ja, da meint man es eigentlich nur gut und dann am Ende wird einem der Kanal geschlossen, beziehungsweise werden einem viele Rechte verwehrt, sodass man wieder von null anfangen muss. Bis fast 600 Abonnenten und dann wieder auf null, ist halt nicht so schön. Aber gut, wir haben das ja mittlerweile überwunden, wir haben es verschmerzt, ihr seid ja fast alle mitgekommen und das finde ich sehr schön. Und es sind auch viele neue Abonnenten zu uns gestoßen. Wir sind zum jetzigen Zeitpunkt um die 450 und vielen Dank dafür und ein herzliches Willkommen hier bei Sofa Gaming. Ich bin Givi und so weiter und so fort. Ja, und ich habe noch ein paar andere Dinge, die ich ansprechen möchte. Und zwar hat der liebe Vita Wolf, ja Vita, jetzt bist du dran. Die liebe Vita Wolf hat eine Folge in Alitastisch, mein World of Warcraft Projekt, ihr wisst es, hat eine Folge sich angeguckt und fand es sehr unterhaltsam, dass ich immer wieder so über den Hunter abhetze, weil der Hunter scheiße ist. Wir wissen es, der Hunter, beziehungsweise die meisten Leute, die Hunter spielen, haben absolut gar keinen Plan, wie man Hunter spielt. Und der Vita, jetzt schon wieder falsche Seite, deutscher Zeigefinger, der Vita, hier, so, Mikrofon, der Vita hat dazu ein Video gemacht, was ich ziemlich cool finde, mit Sarkasmus und einer Prise Ironie hat er jetzt angefangen, euch den Hunter zu erklären. Und dass Vita anscheinend genauso wie mir geht und ich eine Art Inspirationsquelle für ihn war, kann ich einfach nur Gleiches tun und sage euch, guckt euch dieses Video an. Ich habe mich wirklich weggeschmissen. Das hat mir den Tag versüßt, Vita. Das hat mir den Tag versüßt, wirklich. Momentan schlafe ich ja nicht so viel. Das ist nicht so schön und dann sieht es mir auch ein bisschen an, ne? Also so wirklich fit sieht anders aus. Aber ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir wirklich Mühe und ihr helft mir wirklich, wirklich sehr damit. Eure letzten Kommentare unter Alitassos Folge 65, 66, ich weiß es gerade nicht mehr, die haben mir wirklich weitergeholfen. Eure Tipps waren klasse, wie ihr mitgemacht habt, war klasse. Wir sind kein großer Kanal, wir sind eine richtig kleine, zusammengepresste Community. Aber ich kann echt auf euch zählen und ihr habt mir wirklich die ein oder andere Idee gebracht, die mir jetzt mittlerweile eigentlich ganz gut hilft. Zum einen ist es, sich einfach mal ein bisschen hinzusetzen und Musik zu hören. Und Songtexte, die einen berühren. Und
einfach mal so ein bisschen auszuspannen und zu relaxen und sich einfach nur diese Melodien zu geben, vom deutschen Hip-Hop bis hin zu richtig romantische Klänge, ist eigentlich alles dabei und das hilft mir sehr, weil diese Leute sprechen mir teilweise richtig aus dem Herzen und das tut ganz gut, wenn man sich selbst nicht Luft machen kann, weil man ja auch nicht alles im Internet breittritt und öffentlich macht. Also so ein Mensch bin ich auch nicht, der euch jetzt genau erzählt, mit dem habe ich ein Problem und deshalb bin ich so und bla. Also ich muss mir in gewisser Weise natürlich auch Luft machen, weil ich ein sehr emotionsvoller Mensch bin. Aber für die Details ist das Internet der absolut falsche Platz. Damit möchte ich euch auch nicht belasten, damit möchte ich die Person auch nicht belasten und damit hat sich das, glaube ich, auch bald auch abgeschlossen. Also mir geht es schon echt ein bisschen besser, außer dass ich die Schlafprobleme einfach nur noch habe, weil mein Kopf rattert und ich denke mir jedes Mal, warum müssen manche Dinge einfach so laufen? Warum können sie nicht einfach mal so laufen, wie man sich das vorstellt? Man hat so Vorstellungen vom Leben und so eine Art Plan, so einen Masterplan, den legt man sich ja gerne mal zurecht. So, ja, das und das möchte ich gerne machen, da und dahin möchte ich gehen, da und dahin möchte ich reisen. Also 1000 Dinge, die ich mir eigentlich vornehme, wo ich immer gesagt habe, diesen Weg möchte ich gehen und dahin möchte ich fahren. Und ich bin eigentlich gerade dabei, alles umzustellen. Ich möchte eigentlich gerne wegziehen aus Bremen. So schaut's aus. Ich möchte einfach weggehen. Das ist kein Flüchten vor meinen Problemen. Das ist mehr so ein Neuanfang. Ich sehne mich absolut nach einem Neuanfang. Das weiß der ein oder andere auch schon. Es steht auch im Raum, wohin die Reise geht. Ich fände Hamburg ganz cool. Vielleicht Hamburg. Vielleicht sehe ich den einen oder anderen demnächst in Hamburg. Aber Thema war jetzt auch Brandenburg. Brandenburg, Berlin. Davon weiß Björn noch nichts. Davon weiß der noch nichts. Ja, danke Flo. Danke, der liebe Flo, mein Tippi-Berater. Der hat mir Freibier in Brandenburg angeboten. Ist das nicht geil? Ich meine, Tippi, dazu kommen wir nochmal in einem anderen Video. Das habe ich ja bereits gesagt. Ich habe ja bislang euch noch gar nicht informiert, was überhaupt Tippi ist und bla. Und Teddy, ich weiß, Teddy. Teddy wird gleich wieder sagen, nein, tust nicht, rede nicht über Donations und Support, mach das nicht. Ne? Hab nichts gesagt, Teddy. Hab nichts gesagt, alles gut. Pack das Messer da wieder weg. Nein, aber trotzdem, über Flo darf ich reden, Tippi-Berater, sehr netter Typ, echt richtig korrekt, richtig herzlich und mit dem kann man richtig gut auch privat schnacken. Und zusätzlich habe ich jetzt auch vor kurzem noch ein bisschen emotionales Futter und Streicheleinheiten von dem lieben René gekriegt, von Rebel Gamer. Und dazu kommen wir dann auch jetzt, Rebel Gamer. Ich habe mir echt überlegt, machst du das? Dachte ich, ja, das machst du. Ich möchte euch eine Website vorstellen. Ups, jetzt bin ich hier gegen den Tisch gekommen. Es tut mir leid, ich hoffe, ihr hört das nicht. Mein Mikrofon ist hier direkt an diesem Tisch, an diesem Campingtisch. Eben mal kurz die Webcam neu eingestellt. Oh Gott, sieht man meine Augenring jetzt noch doller? Nein. Ich habe überlegt, machst du das nicht? Ist total chaotisch hier im Hintergrund, ne? Ist nicht so schön, das Zimmer. Oh Gott, ich weich schon wieder ab. Hör auf. Nein, es gibt eine Website, die ich gerne ein bisschen supporten möchte, also ein bisschen unter die Leute bringen möchte, und zwar ist das rebelgamer.de. Da habe ich den netten René auch kennengelernt, der für die tätig ist. Und diese Website informiert euch über die neuesten Inhalte in der Videospielbranche, in allem, was passiert. Ich zupfe gerade meinen Zocken so ein bisschen hoch. Informiert euch über alle möglichen Themen rund ums Gaming und ich finde das richtig klasse, was die Jungs da machen und ich habe mir auch schon ihren YouTube-Kanal angeguckt, der momentan mit rund 350 Abonnenten sogar kleiner ist als wir, wo ich mir manchmal denke, mein Gott, liebe Leute, fokussiert euch nicht nur auf die großen YouTuber, guckt auch mal über den Tellerrand hinaus, was es da überhaupt noch für super tolle Leute gibt. Und die Rebel Gamer, die machen richtig guten Content und verpacken euch in einem 5-6 Minuten Video die neuesten News zu Videospielen. Ich bin ein großer Fan von Vorzocker. Und ich würde die Vorzocker auch nicht als groß betrachten. Die Vorzocker liegt bei ungefähr 30.000 Abos. Das ist nix. Das ist absolut nix im Vergleich zu den Giganten auf YouTube, die das Ganze so ein bisschen die ganze Reichweite für sich beanspruchen. Aber Leute, hört auf, euch nur auf die großen YouTuber zu fokussieren. Guckt, wie gesagt, auch mal über den Tellerrand. Es gibt so viele tolle Leute, die machen sich ständig die Arbeit
und die werden nicht gesehen. Und wenn ihr auf so einen Kanal trefft und ihn seht, schreibt ihn nicht gleich ab, nur weil da in den Kommentarfunktionen nichts los ist, sondern guckt euch die Person dahinter an, versucht ihn ein bisschen besser kennenzulernen. Und wenn euch das möglich ist und die euch sympathisch sind, dann supportet die einfach auch. Ich meine, ihr macht das bei uns ja auch. Das finde ich auch echt löblich und das freut mich richtig, richtig doll. So, Rebel Gamer. Jedenfalls, Rebel Gamer ist gerade in einer Entwicklungsphase, möchte ich das meinen. So habe ich das Gefühl, die probieren sich gerade so ein bisschen über Twitch aus und streamen da privat so ein bisschen. Also das ist alles private Zeit, die für diese Aktivitäten drauf geht. Und ein Podcast von dem lieben René war auch im Gespräch, wo er mich gefragt hat. Oh Gott, er hat mich gefragt. Meine Güte. Wo er mich auch gefragt hat, wo ich nicht mal gerne als Gast dabei sein möchte. Bin ich ja. Ja, ich will. Ja, würde ich gerne machen. Und dementsprechend finde ich es nur umso wichtiger, solchen Leuten, die eben auch bereit sind, mit einem etwas zu machen, zu gründen oder etwas ins Leben zu rufen, diese Menschen zu supporten. Und deswegen kurz angeschnitten in ungefähr 5 Minuten Labarababa mit der Gibi mal wieder. Rebel Gamer. So, damit schließe ich dieses Thema jetzt auch ab. Habe ich sonst noch irgendetwas, worüber ich euch informieren möchte, was jetzt so wichtig ist, dass ich eure Zeit dafür in Anspruch nehme? Ich habe tatsächlich noch etwas, was ich fast vor lauter Müdigkeit vergessen habe. Natürlich unser Uploadplan. Wir haben jetzt einen Uploadplan, liebe Freunde. Und dieser Uploadplan, der ist halt eben auch entsprechend sehr hilfreich für euch, denn ihr müsst euch nicht mehr die Frage stellen, kommt heute noch ein Alitastisch? Kommt heute noch ein Bioshock? Kommt heute noch CSGO? Wann machen die das denn immer? Was ist hier los? Ich habe absolut keinen Überblick. Ich gucke jeden Tag drauf und hoffe, dass dieses Video online kommt. Es kommt nicht oder es kommt eben doch. Oder ihr sagt euch, was ich jetzt auch mitgekriegt habe. Ich schaffe es gar nicht täglich, dieses Video zu verfolgen. Du machst immer zu viel. Das ist mir absolut für meine Ansprüche, für meinen Tag einfach nicht nachholbar. Und dann komme ich in der Story nicht mehr mit. Und dann habe ich da den Faden verloren und habe da wieder keine Zeit, das nachzuholen. Mach bitte strukturierter und ein bisschen weniger und dafür halt vielleicht ein bisschen länger. Und genauso haben wir das jetzt gemacht. Ich habe gesagt, Jungs, wir brauchen einen Uploadplan. Das ist ja jetzt heute keine Kunst mehr, einen Uploadplan zu haben. Zeitweise war das sogar, würde ich fast sagen, Pflicht für einen YouTuber, einen Uploadplan zu haben. Ich war nie so ein Fan davon, weil ich wollte mich nicht einfach immer an Zeiten binden. Ich wollte aufnehmen, wann ich will. Wenn ich Bock habe, boah, ich knall heute 2 Folgen von diesem Video raus, dann wollte ich das gerne machen. Aber ich habe gemerkt, mir fehlt so ein bisschen Struktur in meinem Alltag. Ich muss YouTube irgendwie schaffen, so ein bisschen in meinen Alltag besser zu integrieren. Und auch ein bisschen mir eigenständig so einen gewissen Ablaufplan. Und deswegen ein Uploadplan für den Auflaufplan. Ja, ihr merkt, ich bin immer noch total müde. Und das Video wird total katastrophal. Und es wird in die Geschichte der schlechtesten Infovideos aller Zeiten eingehen. Aber so ist das nun mal. Es kann nicht immer alles im Leben strukturiert laufen. Man kann nicht immer sich einen Masterplan zusammenschmieden und der wird dann auch strikt befolgt. Nein, man muss auch mal Grenzen überschreiten und über den Tellerrand sehen. Oh Gott, ich fühle mich gerade wie He-Man. Ich fühle mich gerade wie He-Man, der euch so eine Moralpredigt hält und euch so ein bisschen Input für euer Leben mitgibt. Okay. Ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß auf unserem Kanal und ihr habt das Bedürfnis, uns auch noch ein bisschen besser kennenzulernen und nicht nur mal eben in ein Video reinzuklicken, zu denken, ja, ganz nett, und euch dann nie wieder blicken zu lassen. Lasst euch doch gerne mal öfter blicken. Wir sind hier, ihr wisst, wo ihr uns findet. Und mit diesen Worten sage ich vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns dann in allen der vielen Videos, die wir tagtäglich für euch bereithalten. Bis dann!